Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und wir beginnen heute Lonesome Road. Schön fürs Thumbnail, wenn ich dran denke. Sie können niemanden mit in die Kluft nehmen, diesen Weg müssen Sie alleine gehen. Ich hätte mir was zum Lesen. Ja. Sie können niemanden mit in die... Heißt... Distanz halten auf Abstand gehen wir nach... Das weiß ich nicht. Wie sieht's aus? Hier trennen sich andere Wege. Nett. Kann ich den Zimmerservice bestellen? Ja. So. So. Ja. Jetzt sind die nämlich im Makel. Lucky 38. So, zur Kluft reisen. Die erhaltenen Koordinaten führen in diesen Canyon voller vom Sturm zerstörter Wacken. Zerstörter Wackteile. Dahinter liegt die Kluft. Die Lonesome Road ist nur etwas für erfahrene Kuriere ab Stufe 25. Sie können auf dem bevorstehenden Weg keine Begleiter mitnehmen und keine dort gefundenen Begleiter draußen mitbringen. Sie können aber ausnahmslos alle Ausrüstungsteile und Geräte mitführen. Erweist sich diese Reise als zu schwer oder Sie brauchen Nachschub, können Sie jederzeit Ihre Spur zurückverfolgen und in die Mojave zurückkehren. Sind Sie bereit? Dann ein Auf in die Stürme der Kluft. Das hört sich jetzt sogar super an. Man kann rein, raus, ne? Knecher. Passt zum Canyon Rack. Wie groß ist denn die Map? Ah, kleiner. Aber Atomsymbol ist nicht gut. Na, wir gehen sie zum Hopewell-Raketen, um die Lonesome Road zu erreichen. Na dann. Durch. Es sieht eigentlich noch relativ normal aus. Ein bisschen wie die normale Welt von New Vegas, ne? Finde ich. Aber das ist jetzt nicht so special, finde ich, wie Big MT oder so jetzt. Hopewell Ballistic Defense Station. Okay, das ist eine militärische Raketensilo. Oh, hey. You can go home, QR. Lonesome Road. Oh, fuck. Die Türen öffnen sich für uns schon. Ich habe Angst, dass wenn wir diesen Knopf drücken, dass da was passiert. Informatik im Team. Die Silo-Panzer rückstellen. Die Konsole stellt den Zugriff auf den Silo. Sie ist aber zu gut verschlüsselt, um sie zu knacken. Sie haben bessere Fähigkeiten notwendig. Zum Fortfahren benötigen sie ein Objekt zum Knacken des Codes. Achso. Oh. Okay. Wartungszugang entriegeln. Status Wartungszugang. Hauptenergie offline. Notfallenergie Standby. Aha. Brauche was zum Entriegeln der Codes. Das kann ja heiter werden. Das sieht alles noch so normal aus. Ist das eine Vault hier? Sasa Perillas. Nehme ich die noch mit? Ja, ne? Kriegsgeld sowieso. Burgenschweißgerät. Eine Atemmaske nehme ich zur Not mal mit. Ich weiß ja nicht, was hier so passiert. Da brauche ich den Elektroakku für. Okay. Keine Ahnung, ob ich das brauche. Das sieht so special aus. Irgendwie Coca-Cola Quarz Erwartungsbadsteuerung. Dings da. Prototyp Bot entriegeln. Bot Status. Ja,
Transport ist eine Regel. Wartungsabteilungsprotokoll, das hatten wir schon mal. Der Titel des Versorgungsstellenleiters. Achtung an alle Basismitarbeiter. Das automatische Versorgungssystem wurde bis auf weiteres ausgeschaltet. Es hat sich ja gezeigt, dass die fälschungssicheren Bezahlschips, die wir an sie ausgegeben haben, in Größe und Form exakt mit normalen Kronkorken übereinstimmen. Bis das Problem behoben ist, müssen sie ihre Einkäufe auf die altmodische Art tätigen. Erinnerung des Versorgungsstellenleiters. Achtung an alle Basismitarbeiter. Dies ist eine Erinnerung, dass alle Versorgungsterminals der Basis ihre Waren aus demselben Zentrallager beziehen. Bitte verschwenden Sie nicht Ihre Zeit oder die der Techniker, indem Sie von Terminal zu Terminal laufen. Sie erhalten nicht mehr Whisky, als Sie bereits vom ersten erhalten haben. Ich hab Angst. Huch. Was bist du denn? Idi! Okay. Was machst du hier? Anschaulichen des Blinzeln. Intelligenz 6. Der Silo muss einige recht raffinierte Systeme zum Fernscannen und Nachbau enthalten. Bestätigen des Blinzeln. Immer langsam. Was heißt, du bist nicht der Edi, den ich kenne? Ich könnte wohl deine Hilfe brauchen, um hier rauszukommen. Kannst du mitkommen? Ja. Experimentprotokoll 369248-B. Augenbot Duraframe. Universelles Schnittstellen außer Kraftsetzungssystem. Leitung durch Dr. Whitley. Wir haben das Signal verstärkt und das Überlaufpuffersystem vergrößert. Wir sollten 100% Verbindung und Kontrolle haben. Eddie, wenn du bereit bist. Ja, Erfolg. Melde vollen Erfolg für 369248-B. Eddie konnte sich in unter 3 Sekunden mit der Testkonsole verbinden und sie außer Kraft setzen. Gut gemacht, Team. Jetzt können wir mit der Planung der endgültigen Markteinführung loslegen. Die Aufzeichnung beschreibt deine Entwicklung. Kannst du etwa elektronische Schutzsysteme umgehen? Du meinst Module mit einer Schüssel als Empfänger. Da fällt mir die Konsole im Hauptraum ein. Was? War das die Stimme deines Erfinders? Was ist mit ihm passiert? Ach so. Naja, ich bin mir sicher, es geht ihm gut, wo immer er auch steckt. Vielleicht siehst du ihn ja auch irgendwann wieder. Süß. Gut, rücken wir weiter vor. Haben wir Edi? Das ist ja mal super. Interessant. Edi. Terminal durch Edi freischalten lassen. Kommst du? Danke. Energieversorgung des Hauptwohl-Silos wiederherstellen. What? What the fuck ist das hier? Alles klar. Eine Rakete. Haut doch mal ein paar Dinge raus. Drawling-Zugang Stufe 3. Warwing. Dann könnte Wushing sein. Ja. Ein W.ing. Hydraulikzugangsstatus ist gesperrt. Regeln und wo ist denn die Pumpe? Hier ist ja nichts. Aber hier war ein Rauch am Werk. In der Erste-Hilfe-Kasten. Nehme ich immer. Los! Junge, was ist los? Na, beeindruckende Multi-Tool-Software, die du da hast. Was man damit alles anstellen könnte.
Hey, das ist eine tragbare Ladebank von Armco, in die in der Dächer eingebaut ist. Wie praktisch. Ne? Kann ja jetzt doch nichts weitermachen. Aber auch diese beiden Sachen sind natürlich nicht unpraktisch. Wow! Dr. Grant? Was zur Hölle glauben Sie da zu tun? Ah, Whitley, da sind Sie ja. Befehle von Colonel Orton. Er meint, dass das Augenbot Duraframe-Projekt nicht schnell genug voranschreitet. Ich soll... Sie haben noch nicht mal seine Schadensvermeidungsprotokolle deaktiviert. Sie tun ihm weh. Machen Sie sich nicht lächerlich. Das ist nur eine Maschine. Hier, ich habe die Effizienz des Navigationssystems schon um 65% erhöht. Scheren Sie sich zum Teufel! Okay, Whitley, das ist Ihr Labor. Ha, zumindest bis ich den Colonel darüber unterrichtet habe. Klingt so, als würdest du Dr. Whitley wirklich im Herzen liegen. Dr. Grant, das klingt mir nach einem bevorstehenden Kriegsverbrechen. Das ist ja eine schreckliche Geschichte, Edie. Wir sollten aber trotzdem weitergehen. Wie auch immer, Blecher immer, mir sind deine Probleme eigentlich furzegal. Also Colonel Orton ist da drin, das ist ja, da haben wir ja schon schlechte Erinnerungen von Fallout 3. Nein, klingt so, als würdest du Dr. Whitley wirklich am Herzen liegen. Von welchen Wolfie sprichst du? Ich verstehe dich immer noch nicht, Edie. Dr. Grant, das klingt mir nach einem bevorstehenden Kriegsverbrechen. Mir musst du das nicht erzählen, ich hätte sie zu Brei geschlagen. Das ist ja... Ne? Wir sollten trotzdem weitergehen. Ja. Das sind ein paar Roboter. Ein paar... Huch! Western Walking, okay. Was haben wir denn hier? Die Sicherheit deaktivieren. Ich glaube, das war gut. Rakete. Sachen, die wir alle nicht brauchen. Okay, Computer. Das sind Waffenbaupläne. Öffne Tür, da ist irgendein freundlicher Mann hin. Also, was zur? Noch mehr Wachbots. Toter Gezeichneter. Der Wüster der Gezeichneten. Ein David Bowie Messer. Rüstung des gezeichneten Speers. Aha. Oh Gott, ist wenn hier sehr radioaktive Strahlung. Reparieren. So, und jetzt können wir die Zielstellungsgeschütze hacken. Und haben dementsprechend jetzt keine Angst. Wow! Was ist das denn? Eieiei. Die Waffe zieht. Ja, mal so sagen. Also hier ist radioaktive Strahlung. Was ist denn das? Der Main Entrance. Aha. Schreibtisch mit Vorkriegsgeld. Ein Bogenschweißgerät. Noch ein David Bowie Messer. Was? Ach so. Ja, dann nehme ich noch eine mit. Hopeville Silo, dieser Zentralrechner ist durch eine sichere Militärverschlüsselung gesperrt. Sie brauchen die Sicherheitscodes und müssen diese auf ID hochladen, um Zugriff auf den Zentralrechner zu bekommen.
Ja. Würde ich sagen, müssen wir finden, ne? Ein Bowie-Messer. Noch mehr Elektronakkus. Ja, das braucht einen Schlüssel. Okay, das heißt, wir müssen durch das Tor, um die zu finden. Megatüren immer, ne? Hallo! Das sind die United States of America. General Martin Wetzlaff. US Army Ausrüstung. Und eine Mundharmonika. Und natürlich ein leerer Whisky. Oha, jetzt wird's aber mal. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Passwörter und 4 Versuche. Cucarachas. Okay. Kann Occupation dabei sein? Ja, ein Architekt dabei sein. Ja, weil, nee, ich glaube nicht. Kann Sculpture dabei sein? Sculptures, ja. Kann Schematics dabei sein? Auch. Prinzipiell hätten wir jetzt eine 100% Quote. Sculptures. Occupations, okay. Mein persönliches Vektorsystem deaktivieren. Wächtertüren öffnen. Und diese Sicherheit, ne? Hä? Ist das Passwort auch noch drauf? Ne. Ja. Plasma-Gewehr. Elektronenakkus. Plasmaminen, Impulsgranaten. Nehme ich gerne mit. Schreibtisch des Offiziers. Ach, da. Vorkriegsgeld, so. Jetzt haben wir es aber. Achso, wir müssen das Ding ihm einsetzen. Ich würde dem ja gerne eins. Nee. Da müssen wir. Ihr die bitten, den Zentralrechner freizuschalten. Ich habe irgendwie Angst. Ringeln Sie die Außentüren des Silos. Dunkeltüren des Silos öffnen. Wow! Keine gute Idee. Was ist denn mit denen los? Was ist denn mit denen? Was geht mit denen ab? Ich könnte zwei Stimpaks gebrauchen, ein Bowie-Messer. Wo ist Edi? Edi, lebst du noch? Edi, was geht denn mit dir ab? Na, wunderbar. Ein Metall brauche ich nicht, Raketen brauche ich nicht. Raketen haben zwar einen Wert, aber die sind mir vom Gewichtswertverhältnis das nicht wert.
20 NK-Dollar. Aufbereitetes Wasser, ein Bowie-Messer. So. Morgen Stimpack. Was ist das? Aha. Was ist denn jetzt meine Aufgabe? Optional lassen Sie die für Sie auf die Zimmersorgungsstelle zugreifen. Okay, dann machen wir erst das obere Ziel, dieses Optionale anscheinend. Also, es ist ganz interessant hier. Elektronenakkus. Kann ich da nicht drauf zugreifen? Ich speichere mal. Oh. Ganz unten unter einer Rakete ist auch immer beruhigend, da zu stehen. Wenn da jemand anmacht, ist, ja, ich sag mal, tut weh. Flammenbrennstoff, nee, den brauchen wir nicht. Komme ich denn da hinten? Da irgendwie rein? Ist das was? Macht das überhaupt, gibt das überhaupt irgendeinen grundlegenden, minimalen Sinn? Alles klar, auf jeden Fall bis zur nächsten Folge und tschüss.